Wir hatten die letzten drei Sonntage eine Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Und danach hatte ich ein total komisches und irgendwie auch schlechtes Gefühl. Ich habe mich gefragt, reicht das? Reicht das, wenn jetzt die Gemeinde dieses Glaubensbekenntnis kennt? Wenn es sogar vielleicht auswendig gelernt hat? Reicht das? Ist das das, was sich Gott wünscht, was er sich vorstellt? Das, was Gott sagt, ja, das ist mein Wille. Und dieses Gefühl hat mich ganz, ganz lange bewegt. Und es war echt eine komische Frage. Und auf die Frage hat dann die Bibel und sozusagen dann auch Jesus selbst geantwortet. Wer mitlesen möchte, der kann gerne im neueren Teil der Bibel das Matthäusevangelium aufschlagen. Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen und Herr, Herr sagen, werden teilhaben an der neuen Wirklichkeit Gottes, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. An dem Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben doch großartige Dinge verkündet in deinem Namen, ja sogar prophetisch geredet. Wir haben doch die zerstörerischen Geister vertrieben in deinem Namen. Wir haben doch kraftvolle Wunder bewirkt in deinem Namen. Doch dann werde ich ihnen feierlich erklären, ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr und ich, wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun. Weg mit euch. Denn ihr habt in Wirklichkeit nicht nach Gottes Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Es ist eine ganz besondere Seite von Jesus, die wir an dieser Stelle und auch grundsätzlich nicht schön reden können. Die ist da. Manche Menschen zeigt Jesus am Ende aller Tage die kalte Schulter und empfängt sie eben nicht mit den offenen Armen, sondern er verabschiedet sie dann deutlich nach draußen. Längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen und Herr, Herr sagen, werden teilhaben in der neuen Wirklichkeit Gottes, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Dieser Vers hat mich sehr betroffen gemacht. Ich fand es irgendwie dann als fahrlässig, nach den drei Teilen des Glaubensbekenntnisses aufzuhören und einfach so weiterzugehen. Hier werden die falschen Propheten angeklagt. Und irgendwie kam so das Gefühl auf, Michael, bist du vielleicht gerade bei diesem Punkt ein falscher Prophet, ein falscher Botschafter Gottes, der den Zuhörern sagt, das reicht, wenn du das auswendig kennst. Es reicht, wenn du das beten kannst. Das findet Gott schön. Und dann können wir alle beruhigt und zufrieden auch nach Hause gehen. Ich glaube nach wie vor, es ist wichtig und wertvoll, das Glaubensbekenntnis zu wissen und sich damit auseinanderzusetzen, weil da ganz viel darin passiert. Aber noch wichtiger ist die Frage, ob es einfach auch Auswirkungen auf dein Leben und deinen Alltag hat. Verändern diese Worte, das Gebet, deine Beziehung zu Jesus Christus, deine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Oder verhallt das hier einfach oder es bleibt hier und geht überhaupt nicht mit dir? Du selbst kannst hierauf nur Antwort geben. Aber ich finde es wichtig, genau das angesprochen zu haben. Was passiert mit dem Lippenbekenntnis? Denn ich erlebe es, dass viele Menschen denken und fest davon überzeugt sind, das reicht. Es reicht, in den Gottesdienst zu gehen, es reicht, ein Gebet zu sprechen. Sie selbst würden von sich auch sagen, ich bin gläubig, ich bin doch christlich. Das reicht doch. Ich werde keinem den Glauben absprechen, das steht mir überhaupt nicht zu.
Das gebührt allein Jesus Christus, weil er eben alles sieht und alles richtig einschätzen und beurteilen kann. Und doch will ich den Finger heute und in der Predigtreihe im Oktober einfach da in diese Wunde hineinlegen. Vielleicht sogar erstmal diese Wunde aufzeigen. Helfen, sie zu reinigen und dann auch sie heilen. Es ist mir ein Herzensanliegen, wenn wir gemeinsam später vor Jesus stehen, dass er dich und mich freudig mit offenen Armen empfängt, dich bei deinem Namen nennt und sagt, du bist mein, du gehörst zu mir. Wir beide, wir gehören zusammen. Das ist mein Herzenswunsch. Und ich nehme euch mit in eine weitere Geschichte aus der Bibel hinein, die Jesus erzählt. Dafür dürft ihr ein paar Kapitel weiter blättern zu Matthäus Kapitel 21, die Verse 28 bis 31. Matthäus 21, die Verse 28 bis 31. Jesus findet sich hier im Gespräch mit den geistlichen Führern, mit den Ältesten. Heute würde man vielleicht sagen, mit den Pastoren, mit den Priestern und Pfarrern. Was denkt ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber der antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn, der antwortete, ja, Herr, aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, der Erste. Jesus stellt hier die Frage, wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater will? Also wer hat Gottes Wille getan? Und die Antwort ist einstimmig, der Erste. Der Nein geantwortet hat, aber dann doch hingegangen ist. Jetzt kann das, was ich bisher gesagt habe und auch mit diesem Text erweitert habe, zwei Sachen bei dir auslösen. Und ich merke es hier vorne auch, der ein oder andere bedrückte Blick. Es kann auslösen einmal eine wirkliche Angst, dass das, was du glaubst und das, was du machst, nicht reicht. Und einmal der Gedanke, vielleicht ich muss mehr tun. Also wenn ich jetzt nur mehr tue, dann komme ich auch in den Himmel. Es wäre der Versuch, mit seinem eigenen Handeln sich den Himmel selbst zu verdienen. Und sowohl diese Angst als auch das Verfallen jetzt in Aktionismus möchte ich einfach ganz deutlich bezeichnen als falsch und unbegründet. Es sind die ganz kleinen und doch so bedeutenden Momente in der Bibel und in der Beziehung mit Jesus, die dein Glauben und dein Leben bereichern. Hier in der Geschichte heißt es, vielleicht ist dir auch aufgefallen, später tat es ihm leid und er ging doch. Das, finde ich, ist der wichtigste Satz in dieser ganzen Geschichte. In dem Sohn selbst verändert sich etwas, sein Entschluss ändert sich. Er überdenkt nochmal seine Haltung. Und das im Zusammenspiel mit seinem Kopf, mit seinem Herz und mit seinem Bauch. Was habe ich denn da eigentlich gesagt? Es treibt ihn um. In anderen Übersetzungen lesen wir, es reute ihn oder er bereute es. Also da sind viele Gefühle auch mit dabei. Doch was er gesagt hat, das hat ihn immer noch bewegt. Auch nachträglich. Für ihn war es dann eben nicht richtig. Und er tat dann doch, was der Vater wollte. Ganz gleich, was er gesagt hat, was seine Lippen geäußert haben. Aber das Richtige zu reden und das Falsche zu tun, das funktioniert überhaupt nicht. Das macht gar keinen glücklich. Ich würde es an dieser Stelle sogar noch deutlicher sagen. Es kommt nicht auf das an, was wir sagen oder tun. Gott sieht, was in unserem Herzen ist. Seit Beginn der Welt, seit der Schöpfung, genauso auch mit dir, seitdem er dich geschaffen hat, will Gott diese eine Beziehung zu dir haben, eine ganz persönliche Beziehung, dass du und ich ihm wirklich auch vertrauen. Und es ist eine innere Entscheidung, eine Herzenshaltung,
die von da aus dann unser Herz und unser Leben prägt und diese Richtung wirklich auch vorgibt. In der Bibel werden uns an ganz vielen unterschiedlichen Situationen gezeigt, wo Menschen das Richtige tun, aber aus einer falschen Herzenshaltung heraus. An der einen Stelle heißt es, dass Gott keine Loblieder hören will. An einer anderen Stelle heißt es, dass er es nicht gut findet, dass ein Gottesdienst gefeiert wird, wo wir heute sagen würden, hey Gott, was stimmt denn eigentlich nicht mit dir? Wir machen doch das alles. Das sind richtige Worte und Taten, aber eine verkehrte innere Haltung. Ich möchte dir das mal anhand von wenigen Beispielen kurz aufzeigen, was ich in die Verbindung zum Glaubensbekenntnis stelle. Du sprichst, ich glaube an Gott, den Schöpfer, der dich so wunderbar gemacht hat. Und trotzdem prägen dich die Meinungen deiner Mitmenschen und Mitschüler mehr als das, was Gott über dich sagt. Du sprichst, ich glaube an Jesus Christus, der aus einer reinen Liebe zu dir sein Leben für dich hingegeben hat, weil es immer Sachen geben wird, die uns von Gott trennen und diese Beziehung kaputt machen. Aber du glaubst, dass dein Verhalten, so wie es ist, schon okay ist und es reicht. Du sprichst, ich glaube an den Heiligen Geist, diese unerschöpfliche Kraft Gottes, Gottes Helfer, Tröster und Unterstützer für dein Leben und Glauben und planst aber frei und freudig dein Leben, ohne diesen Helfer mit hineinzunehmen. Oder versuchst aus eigener Kraft dein Leben zu leben. Wort und Herz und Verhalten passen nicht zusammen. Ich möchte ganz weit weggehen, dir jetzt in irgendeiner Art und Weise richtige Ratschläge zu geben, wie du dein Verhalten ändern sollst. Das ist eine ganz andere Baustelle. Ich möchte dich ermutigen, dort anzusetzen, wo es wirklich nachhaltig ist. In deiner Herzensbeziehung. In deiner Beziehung zu Jesus Christus. Genau da hinzuschauen. Schau es dir selber an, du weißt es selbst. Schütte es ganz und unverblümt vor Gott aus. Leg deine Gedanken, deine Zweifel, deine Verletzungen und Ängste noch mit drauf. Und lass dann dieses Ärzteteam, Gott dein Vater, Jesus Christus dein Retter und der Heilige Geist dein Helfer, sich darum kümmern. Leg es ihnen hin. So eine Herzensveränderung oder so Herzens-OP, das ist eine längere Geschichte. Mehrere Eingriffe, einige Zeit der Reha, und auch immer wieder Kontrollen. Aber genau hier setzt die Veränderung an und hier schaut Gott genau hin. Und das ist doch das, worauf es wirklich ankommt. Zum Ende der Predigt eine dritte Geschichte. Irgendjemand hat sie geschrieben, der Autor ist unbekannt. Die mir und dir und aber auch uns als Gesellschaft einen sehr ehrlichen Spiegel vorhält. Und auch genau das Herzensproblem beschreibt. Der Teufel hat eine weltweite Versammlung einberufen. In der Eröffnungsansprache sagt er zu seinen Mitarbeitern, wir können die Christen nicht davon abhalten, in den Gottesdienst zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen. Aber wir können sie davon abhalten, dass sie eine persönliche, tiefe Beziehung voller Liebe zu Jesus entwickeln und beten. Das ist das Wichtigste. Denn wenn sie dieses Verhältnis zu ihm gewinnen, dann haben wir keine Chance mehr. Und auch wenn sie beten, da sind wir in Gefahr. Also lasst sie in den Gottesdienst gehen, lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stehlt ihnen die Zeit, sodass sie diese tiefe Beziehung zu Jesus nicht aufbauen und pflegen können. Und auf gar keinen Fall sollen sie beten können. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt, lenkt sie davon ab. Wie sollen wir das anstellen, fragten sie.
beschäftigt sie ständig mit der ganzen Fülle unwichtiger Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens und denkt euch immer wieder etwas Neues aus, um ihre Gedanken zu beherrschen und ihre Zeit zu füllen. Verleitet sie dazu, unnütze Dinge zu kaufen, überredet die Ehefrauen und Ehemänner, sich ganz ihrem Job zu widmen und bindet sie an ihren Arbeitsplatz mit ganz vielen Aufgaben und Verpflichtungen. Überzeugt sie davon, auf der Arbeit und zu Hause alles zu geben und so jede Woche 6 bis 7 Tage zu arbeiten, damit sie ihren leeren Lebensstil sich leisten können und eben auch alles erledigen können. Haltet sie davon ab, Zeit miteinander und mit ihren Kindern zu verbringen und füreinander zu beten. Wenn ihre Familie und ihre Ehe schließlich einfach so nebenher laufen, wird auch ihr Zuhause keinen Schutz mehr bieten. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie diese sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verführt sie dazu, ständig das Radio oder Spotify einzuschalten. Seht zu, dass unermüdlich der Fernseher, der Computer und das Smartphone in ihrer Nähe ist und laufen. Überschwemmt sie mit Fernsehserien, Freizeitmöglichkeiten und Vereinsarbeit. So raubt ihr ihnen die Zeit und die Ruhe. Und ihr vergiftet allmählich ihre Gedanken. Die Beziehung, die Einheit und Verbundenheit mit Christus bleibt, wenn überhaupt, oberflächlich. Fangt schon früh damit an. Belanglose Nachrichten, TikTok, Snaps und Berichte aus aller Welt schon am Frühstückstisch. Hämmert ihnen 24 Stunden lang die neuesten Nachrichten ein, lenkt ihre Aufmerksamkeit auf alles andere. Bedeckt Straßen mit Schildern und Plakaten für irgendwelche Produkte. Überflutet die Briefkästen und Mails mit Werbung und Angebot von Diensten, die falsche Hoffnung hervorrufen, ihre Sehnsüchte zu stillen und das Leben lebenswert zu machen. Lasst sie auch im Urlaub und in ihrer Freizeit nicht zur Ruhe kommen und Zeit im Gebet und für Jesus zu haben. Seht zu, dass sie sich nicht an der Natur erfreuen und auf keinen Fall etwa Gottes Schöpfung bewundern und erkennen können. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, in Sportveranstaltungen, Konzerte, ins Kino und Partys. Euer Ziel muss sein, dass sie beschäftigt sind und von einem Termin zum nächsten laufen. Dass sie nur ja keine Zeit mit Gott verbringen. Und wenn sie mal miteinander reden, die Christen, dann lasst sie nicht über Gott sprechen, sondern füllt ihre Gespräche mit Klatsch und Smalltalk. Vor allem sage ich euch immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie die Zeit zum Beten finden und bei Gott zur Ruhe kommen. Lasst sie ja nicht ab in eurer Bemühung. Sie müssen immer überbeschäftigt sein, damit sie selbst keine tiefe Beziehung zu Jesus haben und es auch gar nicht mehr schaffen, andere Menschen für diesen Gott zu begeistern. Liefert ihnen für diesen Mangel viele gute Entschuldigungen. Was wird passieren? Bald werden sie aus ihrer eigenen Kraft leben, ihre Gesundheit und ihre Familie opfern und ihr Glaube und ihre Beziehung zu Jesus bleibt oberflächlich. Es wird funktionieren. Das war ein tolles Treffen. Sie gingen eifrig an die Arbeit, die Christen überall auf der Welt nur noch zu beschäftigen und zu jagen. Es macht ihnen sogar Spaß, ihnen immer noch mehr einzuflüstern. Sie müssen hierhin gehen und dorthin rennen. Und es funktioniert. Ich erlebe es auch so in meinem Alltag. Da ist so viel Wahrheit drin. Und es funktioniert. Wenn Jesus dein Herz, dich und dein Leben verändern soll, dann schenk ihm das Wertvollste, deine Zeit. Bete, rede mit ihm, werde ruhig bei ihm, auch wenn du nichts zu sagen hast oder nichts sagen kannst. Erfahre und lerne, wie Gott spricht, wie sich diese leise Stimme des Heiligen Geistes anhört.
Alles Weitere, was du dann sagen oder tun oder auch lassen sollst, das wird Gott, dein Vater, Jesus, dein Retter und Wegbegleiter und der Heilige Geist, die Kraft Gottes, dir dann auch schon zeigen. Das ist die Antwort auf die Frage von Jesus nach einer tiefen Beziehung mit ihm. Und er fragt dich, liebst du mich? Und du kannst entsprechend die Antwort geben. Amen.